Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 3 Remake. Wir sind im unterirdischen Teil, oder unterirdisches Lager sogar, vom Krankenhaus. Oh! Okay, das sieht aus wie ein Bossplatz, muss ich sagen. Da sind ein paar Zombies. Das ist Victor! Schade, dass es nicht geht. Ja, gucken, was er zu sagen hat. Sieht der mich überhaupt? Ah, das ist so ein Bosskampf. Also entweder kommt jetzt Nemesis wieder. Sprengstoff A. Wir haben die Säuregranaten. Moment mal. Moment mal. Sprengstoff A ist doch für Explosive oder Brand. Der will, dass ich jetzt hier mit Explosiven ein bisschen haushalte, glaube ich. Ich benutze aber erstmal die Brandgranaten. Warte mal, ich laufe einfach die... Okay, da halt nicht. Ist denn da? Ist da irgendwas? Nö. Hier vielleicht irgendwas oben drauf? Nö, okay. Ihh, was ist denn das? Igitt. Was ist denn jetzt los? Der regeneriert immer. Okay. Ne, der ist tot, oder? Das ist aber ein Lichtschalter. Ach, Liftschalter. Kann ich aber gar nicht bedienen. Ih, ich dachte erst, der regeneriert sich die ganze Zeit, ey. Bah. Ja. Es gibt zu, ich respektiere deine Zähigkeit. Aber leider enden unsere Spielchen hier. Du glaubst, es ist vorbei? Ich glaube in der Tat, dass es vorbei ist. Jetzt brauche ich wieder Sicherung, wie im zweiten Teil. Oh, wenn ich hier rangegangen wäre, dann wäre der auf mich raufgesprungen. Kann das sein? Kann das sein, dass ich das schon alles vorher weg... Du bist so ein ekelhafter Typ, ne? Bin gespannt, was jetzt passiert. Wahrscheinlich kommt Nemesis gleich wieder. Den haben wir schon echt häufig nicht mehr gesehen. Da können wir eine rausnehmen. Oh... Das ist halt so ärgerlich. Oh! Das entschädigt alles. Naja, so ein bisschen jedenfalls. Zeig mal her hier. Ah, das ist ein bisschen... Ich bleib mal lieber hierbei. What the fuck, Alter? Au!
Oh. Schlecht texturierte Hunde. Igitt. Ich habe Probleme, ich weiß. Ah ja, schön. So. Wie sollte ich mich davor jetzt bitte schützen? Jetzt mal ehrlich. Da wird das Ding gleich runterfallen. Das ist kein Zombie. Das ist auch kein Zombie. Das war eh klar. Komm, steh auf. Ah, nee. Oh. Ein bisschen habe ich den vielleicht im Sack getroffen. Eine Sackgasse. Nein, Moment. Ja, da kann ich durch. Das ist wunderbar. Okay. Hier ist wohl nichts. Da ist ein rotes Kraut. Warum überall rote Kräuter? Gib mir grüne. Rotes Kraut, so kann ich doch gar nicht essen, oder? Hilft das denn? Hilft so ein rotes Kraut? Nee, ich kann es nicht mal essen. Das meine ich ja. Was ist, wenn ich jetzt hier oben hingehe? Okay. Notiz. Mitarbeiternotiz. 12. September in N2 aufgenommen. 45 männliche, 32 weibliche. Achso. In N2 aufgenommen. Keine Ahnung, was es ist. Entsorgt 60 männliche und 89 weibliche. Mhm. Was? 55,19 männliche? Was sind das? Zurückgebracht 8 weibliche, nicht infiziert. Entsorgung nimmt täglich zu. Präventiv alle über 30 Jahre entsorgt. Nächtlicher Transfer durch Schwester beobachtet. Aufnahme in Untergrundeinrichtung zeitweise ausgesetzt. Ah ja. Oh, ich krieg einfach noch mehr Flintenmunition. Das ist natürlich nett. Ah, Tamulok. Die guten alten Tamuloks. So. Dann werde ich mal was kombinieren. Habe ich denn noch überhaupt irgendein grünes Zeug? Ich habe nur rotes Zeug. Kann auch wieder verstaut werden. Das ist so... Ich weiß nicht. Seltsam. Kann erstmal meines Erachtens auch so bleiben. Ich habe ja noch kaum irgendwie da hinten wäre was. Da hinten wäre Pistolmunition. Ja, toll. Was ist hier? Was ist das? Oh, neues Upgrade für meine Dingens. Kann ich jetzt mehr Munition damit dingsen oder was? Also stapeln? Nee, warte mal. Lädt das schnell. Ach, das lädt schneller nach, ne? Ach, da kann ich jetzt das Zubehör entfernen. Komisch. Aber bei der anderen Pistole, für die G18 dann, das Visier quasi, das ging dann nicht mehr. Ja, Spiel. Ich weiß schon, was ihr
Was ihr wollt. Ja, Nachladegeschwindigkeit tatsächlich. Hängt da irgendwo einer auf dem Rohr? Nee, gut. Boah, das ist schön für Pisten. Pistolenmunition. Immer noch nicht alles. Wundert mich ein bisschen. Was bringt denn das jetzt? Ah. Hochwertiges Schießpulver, nice. Nochmal und dann könnte ich nochmal Mag-Munition machen, die ich wahrscheinlich für den Endkampf brauche. Trotzdem mal die Schrotflinte, fühle ich mich ein bisschen sicherer. Oh nein. Oh, du verbrennst jetzt mal schön. Schön. Ja, ist halt echt so, weg damit. Lol, ist der tot, weil der Arm weg ist? Tatsächlich. Naja, ich hatte den Granatwerfer dabei. Gott sei Dank auch. Jetzt habe ich das rote Kraut weggemacht. Aber weißt du was? Wir haben es ja noch, ne? Das ist ja das Gute. So, dann hat die mir hier wenigstens keine Bauchschmerzen mehr. Hier ist die andere Sicherung. Ja, moin. Ne, was? 2 von 3? Wait, what? Warum krieg ich jetzt hier so viel Schießpulver? So viel, dass ich voll bin vor allem. 2 Einheiten sind Pistolenmunition. Shotgun brauche ich nicht, davon habe ich noch genug. Pistole finde ich aber nicht so bad. 2 von denen finde ich auch nicht schlecht. Kann man daraus machen. Trotzdem gleich bei der Flinte. Oh! Leute, er hebt das auch noch! Du. Du kleine Pisssau. Kann ja nicht sein. Ich habe irgendwo eine Sicherung vergessen. Habe ich denn eine Sicherung vergessen? Jetzt mal ehrlich. Die haben doch so rot geschienen. Scheint hier noch irgendwas so rot? Ich sehe nämlich nichts mehr, was hier so rot rumscheint. Doch, da. Ah, wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn dahin? Warte mal. Der Kran, oder? Oder nicht? Warte mal, ich muss mal hier kurz gucken. Da muss ich hin. Ah, ich kann von da oben runterspringen. Ach, jetzt verstehe ich, okay. Oder? Habe ich es verstanden? Ich glaube. Nee, warte mal, da ist so eine Leiter. Wie komme ich denn da zur Leiter? Da ist eine Tür? Warte mal, die habe ich gar nicht gesehen.
Hier ist eine Tür. Da. Die habe ich gar nicht gesehen. Oh lol, okay, ja, gut, dann kein Wunder. Dann, hatte ich die Sache mit dem Rätsel. Guck mal, noch mal Schießpulver gefunden, nice. So. Langsam kann ich jetzt auch mal wieder an Schrot finden, Munition sparen. Finde ich gut. Es ist immer noch rot. Das macht mir irgendwie. Das macht mir irgendwie Sorgen, dass hier noch rot ist. Irgendwas habe ich wieder vergessen. Aber gut, jetzt ist mir das auch egal. Jetzt ist mir das wirklich egal. Schrot finden, Muni. Warte mal, wir haben nur noch großes Pulver, oder? Haben wir? Haben wir nicht. Großes Pulver vor allem. Aber was ich jetzt endlich mal mache. Ist erstmal Ordnung schaffen, das ist wichtig. Ja, das sieht gut aus, glaube ich. Ja, ich baue nur die die Dingsmunition. Speichern wir mal schnell. Okay. Oh, what? Oh, bro. What? Nein, X. Schneller. Shit. Okay, ich glaube, das war's. Ja, so. Einfach nur reinsetzen? Das ist ja lame. Ich dachte, ich muss irgendein Rätsel noch machen. Da fehlt trotzdem irgendwo irgendwas. Ah, macht mich sauer. Egal. Mist, ist abgehauen. Was hat er hier drin gemacht? Hier ist eine Kiste. Oh, langer Lauf von Mac. Oh. So, wahrscheinlich Reichweite einfach, ne? Warte mal, ich wurde gebissen. So. Nochmal speichern. Boah, ich habe eigentlich mega Hunger, ey. Unfertiger Bericht. 26.09. 13 Uhr. Okay. Okay, Beginn der Mission. Polizisten in 20 Minuten dezimiert. Okay, Testlauf an der Universität. Pack inklusive Hunde zum Campus umgeleitet. Infektion, Verwandlung in 2 Stunden keine Überlebenden. Treffen mit MV-Kolonne. Werde erste. Was? Ersten Versuch bei Dämmerung starten. Okay. Ich mag solche Texte zum Beispiel gar nicht, wo mal so viele Uhrzeiten sind, so viele Buchstaben und so weiter. Beobachtung, was beobachtet 2 Stars? Ein Mann und eine Frau. Die Biowaffe verfolgt die Frau. Unbekannte Biowaffe wurde an Punkt D18 eingesetzt. Verfolge
Sie wie befohlen, sie scheint auf der Jagd zu sein. Aha. Die Frau JV Jill Valentine hat Kontakt zur MV-Kolonne aufgenommen. Projekt N. Nemesis, ja. Untersuche weiter. Beobachtet, wie die Biowaffe konventionelle Waffen nutzt. Sie scheint stark fixiert auf die Terminierung von JV und kennt den Aufbau der Stadt. Metamorphose in der Biowaffe durch Kampf gegen Oscars Video angehängt. Oh, was? Wurde infiziert ist bewusstlos, habe wie befohlen Proben gesammelt. Es verwandelt sich nur langsam, was nahelegt, dass sie resistent ist. Impfstoff wurde von einem Soldaten im MV-Kolonne, CO, wahrscheinlich Carlos irgendwas, an sich gebracht und an JV verabreicht. Woher weiß der das alles? Ach so, wahrscheinlich hat das Carlos gesagt, oder? Die Biowaffe scheint eindeutig Projekt N zu sein. Kontakt zu JV lässt sie sich verändern. Okay, also Nemesis ist nicht tot. So wie ich es gelesen habe. So wie ich es gelesen habe, meine ich. Jill! Tyrell. Hab sie erreicht. Sie geben uns eine Chance. Ah. Sie stoppen den Angriff, wenn... Und das ist ein verdammt großes, wenn... Wir ihnen den Impfstoff liefern. Bevor sie starten. Wie viel Zeit bleibt uns? Stunden, vielleicht. Dann lass uns keine Sekunde verschwenden. Hier lang. So, muss man ganz kurz was machen, das ist wichtig. Das tut mir jetzt leid. Moment. So. Okay. Wir haben jetzt tatsächlich irgendwas übersehen. Naja, gut. Oh, warte mal. Safe da oben. So. Wir müssen abhauen. Let's go. Ach, der hat den Impfstoff jetzt gefunden, oder wie? Oh, den hat doch bestimmt schon Nikolai, oder? Oder wie hieß der? Hieß der so? Ich kann nicht rennen. Warum kann der nicht rennen? Sicher, du willst nicht anhalten? Anhalten? Wofür? Ich schaff das schon. Oh, der wird doch noch infiziert, okay. Oder? Erledigen wir das. Wow! Tyrell! Jetzt! Geh weiter, wir sind fast da. Was jetzt? Nein. Lauf! Lauf! Scheiße. Oh mein Gott! Alter, ist das viel schnell. Das ist nicht mehr der Nemesis, den ich mal toll fand. Oh, desinfiziert. Oh. Schade, man sieht keine Nippel. Egal. Auf den Fersen, ja. Oh nein, nicht schon wieder so eine... Null. Nicht schon wieder solche, so eine Station hier. Oh, sowas kann ich ja gar nicht leiden. Oben ist auch was. Was ist denn hier? Endet eigentlich jeder Resident Evil Teil in der Umbrella-Station? Ich glaube, der... Wo kann man denn hier überall lang, sag mal? Oh, warte mal. Ahaha, lol. Geh doch mal drauf, verdammt nochmal.
Hat sich gelohnt. Isaac Graves Tagebuch, was? Die Bezahlung war üppig, die Zusatzleistungen gut. Und am wichtigsten, sie versprachen mir, dass ich einen Beitrag zur modernsten medizintechnischer Forschung leisten würde. Für einen Universitätslehrenden aus nirgendwo, Amerika, war das eine unglaubliche Chance. Wie ein Gewinn im Lotto. Also nahm ich an. Ich überzeugte meine Familie und wir sind hier nach Raccoon City gezogen. Nun, im Nachhinein weiß man es immer besser. Dieses Labor ist eine Höhle von Monstern, die grausame und barbarische Experimente mit dem einzigen Zweck durchführen, menschliches Leben in der abscheulichsten Weise wie möglich zu nehmen. Es ist krank, die Welt muss davon erfahren, aber jedes Mal, wenn ich mir genug Mut ansammle, um Alarm zu schlagen, muss ich an Penny und Casey denken und kriege dann sofort kalte Füße. Wahrscheinlich Frau und Tochter? Umbrella hat diese Stadt in der Tasche. Es gab da diesen Typen, den sie dabei ertappten, wie er Firmengeheimnisse nach draußen schmuggelte. Sie haben ihn regelrecht an die Betas verfüttert. Verfüttert, ich habe alles mit angesehen. Oh mein Gott. Sie haben meine Frau und Tochter damit reingezogen. Oh nein, ich muss nur meinen Job machen. Nur machen, was sie mir sagen. Ihretwillen. Aber dies soll ein Beleg dafür sein, dass ich ein Gewissen habe und dass ich meine Lektion gelernt habe. Ich habe gerade eigentlich einen netten Typen weggeballert. Aber gut, der war eh ein Zombie. Aber trotzdem schon krass, ey. Hier sieht es mir auch aus, als wenn es hier weitergehen würde. Ach komm. Wir wissen es nicht, also let's go, Renier. Da haben wir wohl einen USB-Stick gefunden. Was ist denn das? Icell zur Impfstoffsynthese. Über die Rolle von Antigenen und Adjuvantien in der Impfstoffsynthese, okay. Dr. Nathan Barth, Leitender Forscher Spencer Murray Hospital, bla bla bla. Für die effizienteste Synthese eines Impfstoffes sind sowohl die Antigen und ein Adjuvans erforderlich. Das Antigen produziert eine Immunreaktion, während das Adjuvans, keine Ahnung, die Wirkung solcher Reaktion verstärkt, was zu einer erhöhten Antikörperproduktion führt. Indem man Proben dieser beiden Stoffe kombiniert, kann man eine potente Impfstoffbasis herstellen. Indem man diese Impfstoffbasis mit unserer eigenen Verarbeitungsanlage aufbereitet, kann eine größere Menge Impfstoff erstaunlich leicht hergestellt werden. Darüber hinaus führt die Verwendung meiner neuesten Antigen- und Adjuvanzproben zu beispiellosen Raten der Antikörperproduktion. So wird eine mehr als 1000-fach höhere Antikörperproduktion als durch traditionelle Stoffe erreicht. Okay, krass. Dadurch ist die Arznei nicht nur ein effektiver Impfstoff, sondern kann womöglich auch dazu eingesetzt werden, bestehende Infektionen zu beseitigen. Das ist doch das, was wir suchen, oder nicht? Was ist denn das hier? Legen Sie zum Start der Impfstoffsynthese die Rohstoffe in die Kammer. Ich habe keine Rohstoffe. Ich könnte Schrotpatronen anbieten. Ich muss ihn selbst herstellen? Okay. Muss rausfinden, wie. Mein Gott, ich falle auch immer wieder drauf rein, aber immerhin gibt's mal wieder Entschädigung, ein bisschen Munition. Ist noch irgendwo was, oder wie? Wo denn? Bin mal, ich hab alles gefunden. Ist auch nichts. Oh.
Da sind Menschen drin. Irgendwas passiert doch hier noch. Jetzt müssen wir wenigstens nach unten gehen. Also war das hier tatsächlich richtig, aber auch nicht richtig. Nest 2 Mitarbeitervorschriften. An alle Nest 2 Mitarbeiter. Die Ziele dieser T-Virus-Forschungseinrichtung unterscheiden sich von denen der Nest-Haupteinrichtung. Das erinnert mich gerade ein bisschen an den Vaults von Fallout. Jede Vault hat ja so ihr eigenes kleines Thema oder auch Ziel. Metamorphose und so weiter, ne? Von Menschen und hast du nicht gesehen. Oder irgendwelche glücklichen Vaults, um zu gucken, wie glücklich ein Mensch in der Vault liegt. Alter, das erinnert mich gerade ein bisschen daran. Wir konzentrieren uns hier auf reale Einsatzfälle, die bei der Entwicklung neuer Biowaffen auftreten. Beispielsweise die Erforderlichkeit eines T-Virus-Impfstoffs oder auch neue Waffensysteme. Oder auch neue Waffensysteme mit der Fähigkeit. Okay, das ist das Falsche. Egal. Biowaffen unter Kontrolle zu bringen. Oh, das wäre krass. Einige Aspekte unserer Arbeit hier können gefährlich sein. Daher ist es unerlässlich, dass alle Mitarbeiter die Arbeitsplatzvorschriften mit äußerster Sorgfalt einhalten. Insbesondere wird der unerlaubte Zutritt von nicht genehmigten Besuchern oder die Entfernung von arbeitsbezogenen Daten oder Material mit strengen Disziplinarmaßnahmen bestraft. Ja, Verfütterung an die Hunter, an diese grün ekelhaften Panzerviecher. Es ist eine große Ehre, Teil einer der besten Forschungsorganisationen der Welt zu sein. Halten Sie sich an das immer vor Augen und befolgen Sie die Vorschriften, während wir neue und revolutionäre Technologien entwickeln. Guck mal. Oh. 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 Okay, das sieht aus wie der Endraum. You know what I mean? Das hier... Oh, da ist noch ein grünes Kraut. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Hier oben geht es auch noch ein bisschen weiter. Nee, das hier ist Safe Call. Ah ja. Egal. Nochmal hochwertiges Schießpulver. Was soll ich damit machen? Shotgun-Munition? Habe ich jetzt 25 Schuss. Ist das viel? Ich hab kaum Pistolenschuss, ne? Mac habe ich genug, glaube ich. Das habe ich jetzt erstmal genug. Ach, wir haben noch mehr Flintmunition. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir haben voll viel. Ne, da mache ich. Nein! Nein! Ach Mann, das wollte ich doch gar nicht. Egal, wer weiß, wozu es gut ist. Ich wollte eigentlich zwei kleine machen, aber ich habe gar kein zweites kleines, ne? Ja, moin. Das war immer wieder richtig clever von mir. Heilung habe ich noch. Sieht tatsächlich alles noch ganz gut aus. Oh, warte mal, das grüne Kraut, das nehmen wir noch mit. Können wir wieder mal ein rotes Kraut verschwenden. So, ich würde jetzt aber sagen, das war's mal wieder mit der Folge. Also es geht anscheinend doch noch länger als gedacht. Wahrscheinlich noch so, ich denke jetzt mal noch die nächste Woche komplett und dann ist fertig mit Resident Evil 3. Dann hat es ja auch einen ganzen Monat gedauert. Also lang ist es bestimmt nicht, das Spiel. Mir kommt jetzt aber tatsächlich genauso lang vor wie der zweite Teil, obwohl der zweite, glaube ich, ein bisschen länger war, also deutlich sogar. Aber ich weiß nicht, wie lang es noch geht. Ich weiß nur, dass er sehr, sehr kurz ist und dass er sehr reduziert wurde im Gegensatz zum Original. Also, ja. Gut. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Haut rein und tschüss.